Willkommen im Auktionshaus Heikmann. In diesem Video darf ich Ihnen eine der populärsten Figurengruppe des 19. Jahrhunderts aus der Meißner Manufaktur vorstellen. Es handelt sich hierbei um die Pariser Ausrufer, die sogenannten Cris de Paris. In unserer kommenden Auktion am 9. September haben wir eine Vielzahl dieser Einzelfiguren aus der Figurenserie im Angebot. Diese Figurenserie ist bis heute beliebt und wir haben sie auch immer wieder in unseren Auktionen. Wenn Sie sich für die Rokoko-Figurengruppe aus Gruppen aus Meißen interessieren, kann ich Ihnen auch ein Video von meiner Kollegin empfehlen, das im Zuge der 133. Auktion zu der Affenkapelle entstand. Ja, die in den europäischen Großstädten prägten lange Zeit Händler und Handwerker und Musikanten das Straßenbild. Das Thema der Marktrufer erfreute sich daher in der frühen Neuzeit großer Beliebtheit in der Kunst und es wurden auch immer wieder zahlreiche Kupferstichserien zu diesem Thema angefertigt. Insbesondere im 18. Jahrhundert erfuhr das Motiv der Ausrufer einen Höhepunkt. An den Höfen entstand gewissermaßen eine Sehnsucht nach dem einfachen Leben und diese Vorliebe wurde auch in den Darstellungen aufgegriffen und diese Darstellungen geben einen Blick auf das alltägliche Marktleben und die Bevölkerungsgruppen, die dort anzutreffen waren. Auch zahlreiche europäische Porzellanmanufakturen widmeten sich diesem Sujet. An der Meißner Manufaktur war es zunächst Johann Joachim Kendler, der eine Serie der Pariser Ausrufer modellierte und entwarf. Er reiste 1750 nach Paris und auf dieser Paris-Reise lernte er den französischen Zeichner Christophe Huet kennen. Er bat ihn darum, Zeichnungen, detaillierte Zeichnungen anzufertigen und diese Zeichnungen gelten als Vorlage für die spätere Figurengruppe der Pariser Ausrufer. Die meisten Modelle stammen von Peter Reinicke ab 1955 überarbeitete er die Modelle von Kendler und zog auch ältere Stichserien als Vorlage heran, die er dann gemäß des Zeitgeschmacks überarbeitete. Ja, dargestellt sind unterschiedliche Tätigkeiten und Handwerksberufe und Berufsgruppen. Wir sehen hier zum Beispiel eine Gebäcksverkäuferin, den Traubenhändler und die Muschelverkäuferin. Diese Verkäufer in der Figurengruppe präsentieren ihre Ware. Wir finden aber auch Straßenmusikanten und andere Dienstleister und Volksgruppen, die auf den Straßen Paris zu finden waren damals. Die Figuren sind vielfältig gestaltet, die Gesten, Gesichter und die Gewänder sind detailreich wiedergegeben. Das harte Leben dieser Menschen ist aber durchaus idealisiert wiedergegeben in der Figurengruppe. Die Figuren mit einer Höhe von 13 bis 15 cm dienten als Zierde von Festtafeln. Ja, wie gesagt, haben wir eine Fülle dieser Einzelfiguren
im Angebot am 9. September. Die Figuren stehen zur Versteigerung. Und Sie können sich gerne ab sofort online oder am 2. September einen Überblick über unser weiteres Angebot verschaffen.